nichts gesehen. Er hat ja am Po keine Augen. Der hat überhaupt keine Augen. Das stimmt allerdings. Wie willst du das machen? Ob da ein Lumi drin ist? Nein, geht nicht auf. Hier versteckt sich kein Lumi. Viel zu fischig. Du hast nicht zufällig gesehen, wo die Lumis sich versteckt haben? Die Lumis lieben Süßes. Genau wie ich. Sie haben den Stand bereits geplündert. Ja. Obst mögen die Lumis nicht. Zu gesund. Okay. Aber mehr Optionen haben wir ja gar nicht. Da hinten ist immer noch diese Keksdose. Frage ist, ob wir die da hochkriegen mit der Keksdose. Da habe ich doch gesagt, da ist einer. Den nehmen wir jetzt mit, den blöden Lumi. Alten, dicken Sack. Boing. Hab dich. Dass der nicht untergeht. Wie die Kühe. Das ist witzig. Jetzt müssen wir den eigentlich zurück zu Noah bringen. Ist jetzt hier was getan? Können wir den schon direkt hochgeben? Keine Ahnung. Aber eigentlich wäre es ja gut, weil wir haben jetzt gerade keine Hände frei. Ah, also der Lumi kann schon ins kaputte Rohr. Wie groß ist denn das Rohr? Pass auf, gleich wird's lustig. Sadwick? Ja? Ich muss jetzt das Rohr zumachen. Okay. Dann schnapp ich Spot und den Splitter und wir treffen uns am Hafen, okay? Findest du denn da alleine hin? Na klar. Und du? Sicher. Na dann, bis gleich. Bis gleich. Okay. Hallo, Mi. Alter. Wie kriegen die denn jetzt nach oben? Du krabbelst jetzt zu Sadwick hoch. Gut, ich finde erst deinen Freund. Dann geht's aber los. Abgemacht? Er braucht halt zwei. Und seinen Freund habe ich, glaube ich, schon gesehen. Der ist doch gerade noch hier rumgesprungen, dieser Bekloppte. Ja, wusste ich doch. Da ist einer. Oh, weg. Ist hier noch einer? Lumis. Lumi, Lumi, Lumi. Auf dem Sucher. Das sieht ganz schön tief aus. Was ist denn hier? Oh, der Arme. Warte, ich trockne dich gleich ab. Können die nicht schwimmen? Wie? Hey! Ah! Sei nicht diesen Kackviechern hinterher! Psst. So. Wo ist der jetzt hin? Hey! Versteckt sich kein Lumi. Viel zu fischig. Hier versteckt sich... Der wartet jetzt auf mich. Aber ich das Ob machen kann ich nicht. Ob da ein Lumi drin ist? Nein, geht nicht auf. Okay, die Frage ist... Der hat überhaupt keine Augen. Frage ist... Du hast nicht zufällig gesehen, wo die Lumis sich versteckt haben. Das ist alles das Gleiche. Dann versuchen wir nochmal, den zu fangen. Mal sehen, wie lange sie das mitmacht. Oder wie lange ich das mache. Perspektive verändert sich leicht. Hab dich! Ah! Wir mussten einfach schlauer sein. So ein bisschen wie Tweak bei South Park. Daran erinnert es mich.
Blub. Den zweiten hinterher geschoben. Los, Leute. Hey, meine Schnur. Na schön, behalt sie. Schenke ich dir. Das sind einfach bekloppte Viecher, also wirklich. So, jetzt kannst du mit deinem Freund um die Wette krabbeln. Jawohl. Ich mach das Rohr besser zu, damit ich sie nicht wieder einfangen muss. Das stimmt. Ah, sehr gut. Aber dann könnt ihr nochmal nach unten durchrutschen. So, dann gehen wir erstmal zum Rohr. Die Lumis sind zu dick. Sie klemmen im Rohr fest. Was soll ich jetzt machen? Okay, das heißt, wir haben jetzt Renis Aufgabe auf jeden Fall erledigt. Denn wir werden ja automatisch weitergeschickt. Das ist aber ganz witzig mit dem Hin- und Her-Switchen zwischen den drei Charakteren. Oh, dieser blöde Kacksuche. Hast du eine Idee? Hey, Spotty, hallo? Jetzt kommen wir dahin. Nee, das klappt nicht. Aber das könnte, das müsste eigentlich klappen. Okay. Drehen wir die Pauke mal. Hey, komm her. Müsstest du das doch können. Gibt's hier noch mehr? Nö, so viel gibt's hier nicht mehr. Haben wir gar nicht mehr. Okay, weiter. Können wir da irgendwo hochfliegen? Achso, der müsste da eigentlich fliegen können, wenn er sich das Ding einatmet, ne? Hast du schon eine Idee, Spotty? Ich habe ein paar Ideen, die helfen noch nicht. Achso. Damit will ich dann hoch, stimmt. Da oben klemmt der Sucher fest. Hier ist aber auch kein Öl oder irgendwas. Was bringt man den Ballon abklatschen? Hast du schon eine Idee, Spotty? Nope. Das was? Hä? Hä? Durch das Rohr muss wieder Wasser fließen. Okay, keine Ahnung. Was macht die Zauberkiste in die andere Richtung? Kriegt auch Feuer? Hä? So kommen wir da ja nicht durch. Die Option haben wir ja gar nicht. Jetzt bin ich ein bisschen überfragt. Jetzt gehen wir nochmal in die Zauberkiste rein und sehen, was jetzt rauskommt. Ah! Das wusste ich gar nicht, dass das geht. Plop, 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 plop.
ja, wieso das Feuer? Das erschließt sich mir noch nicht ganz. Warum wird das Feuer durch das Rohr? Ob das einfach ein Gimmick ist, Feuer durch das Rohr? Keine Ahnung. Was denn? Ihr hässlichen Kartoffeln sollt die tollen Lumis sein? Verstehe ja, einer Mädchen. Die nehmen wir mit, die Angel schon. Vielleicht brauchen wir die nochmal. Da ist Lumi Nummer 3. Wenn sie so clever sind, wie sie aussehen, werden sie darüber stolpern. Ah. Weil er sie nicht fangen kann. Aktuell. Das ist gut, dass man manche Dinge einfach direkt früher kennenlernt, sieht. Deswegen konnten wir die Bahn bewegen. Runkelrüben! Ah. Und jetzt? Ah, das ist jetzt weiß ich, warum man die Bank so schieben konnte. Man konnte die nämlich hier im Kreis und dieses Rondell konnte man die Bank schieben. Und da haben sie am richtigen Platz zurückgelassen. Jetzt geben wir denen die Lumis. Wenn sie die auch unbedingt haben wollen, diese kleinen Quägeister, können sie die auch haben. Ich hab was für euch. Deine Lumi-Schweine. Lumis! Oh, wie putzig. Sowas von knuffig. Schau mal, wie komisch der brummt. Warum Kinder? Warum zwei kleine Mädchen? Was? Was? Was war das? Regen? Ich habe keine Ahnung. Ah, und Spot ist wieder da. Das sieht so doof aus, wenn der im Ball ist. Gut gemacht. High five. Peng. Hi, Patschehändchen. Du Centipede. Tschüss, Zirkuszelt. Wir gehen jetzt. Aber wie kommt Spot denn an den Suchern vorbei? Einfach so, ne? Scheinbar nehmen sie ihn gerade. Na gut, der hängt ja mit seinem Kopf. Der guckt ja bloß noch der Arsch raus. Dann auf... Hier was getan? Nein, auf... Hier. Was? Das ist das Tor zum Hafen. Das ist das Tor zum Hafen. Ja, und weiter? Hä? Oh, das ist ja noch viel besser als ein Schwimmreifen. Ah, das ist ja schön, das hätte ich nicht gedacht. Da haben sie mitgedacht. Okay, ich wusste nicht, ob dahinter vielleicht jetzt ein Weg ist, deswegen... Also hinter diesem... Da, wo das Tor zum Hafen war, hinter dem Pfeil, ob da noch ein Weg versteckt war. Es regnet also wirklich. Ein großes Schiff. An dem man den Hebel bewegen kann, alles klar. Bitte keine Quicktime-Events oder sowas. Das wäre jetzt fatal. Alles okay mit dir, Rini? Oh, schau, da kommen sie. Wer? Ach, Sam. Sam und Janus. Da! Mit einem Rattenschwanzsuchern hinter sich. Rini! Sammy! Wir legen sofort ab. Ich muss nur noch das Schiff klar machen. Du musst sie vielleicht mal retten, ah. Trottel. Hilf uns mal, Trottel. Na komm, sei doch ein Mann, Mann. Ja! Ja, gut gemacht, Spotty. Alles klar, keine Ahnung. So, die Segel sind gesetzt. Oh! Was war das? Da stimmt was nicht.
Anker. Und noch Verdammt. Sam und Janus sollen mit. Ich kann nichts machen aktuell. Ja, was? Wir müssen ihnen helfen! Nein, wir müssen uns beeilen! Hier geblieben! Kyra! Ihr habt wohl gedacht, ich bleib ewig versteinert, was? Gedacht nicht, aber gehofft. Geh weg! Du kannst uns nicht aufhalten! Stimmt, Cedric? Her mit dem Splitter! Nein, den brauchen wir! Wir müssen Silence zerstören! Niemals! Ich bin die Königin, ich bestimme. Ich lege das Schicksal von Silence nicht in die Hände eines Kindes. Runter vom Schiff. Was? Ihr sollt den Anker werfen und runterkommen. Den Splitter könnt ihr bei mir lassen. Dann geht ihr darüber und löst Janus und Samuel ab. Vergiss es. Ich hab hier eine Kanone und ich weiß, wie man sie abfeuert. Und was willst du damit machen? Dich reinquetschen und zum Thronsaal schießen? Weiß ich, ob ich oder schaffen. Ihr seid Royalisten, also runter von meinem Schiff. Royalisten? Nein, runter vom Tau. Lass uns in Ruhe. Ich zähle bis drei. Dann schieße ich das Tor auf und hetze die Sucher auf dich. Nein, Sam und Janus sind doch dort. Keine Angst, Hochwohlgeborenheit. Das macht er ja doch nicht. Spotty, regel du das, okay? Achievement unlocked, it's not easy being green. Ach, Spot, ich hoffe, dir passiert nichts. Ich lass mich doch nicht von diesem Wurm vertreiben. Sag das mal nicht, Spot hat Power. Lächerlich. Wir können tatsächlich nur ihr Bein anpacken. Lächerlich. Okay, also das klappt alles nicht. Oh. Aua! Verdammtes Mistding! Ey! Nein. Spot! Nein. Verdammt! Zu spät. Tut mir leid. Schon das zweite Mal weg. Ich hoffe, Spot geht's gut. Ich weiß gar nicht, ob Spot schwimmen kann. Ach man, das ist doch Mist. Ah. Na, ist klar, wieso lenkst du nicht ist. Zurück? Wieso rettest du Spot nicht? Weil er nicht existiert. Noah würde ihn holen. Wozu? Wenn du den Spiegel zerschlägst, verschwindet er sowieso. Genau wie der Rest von Silence. Du bist feige. Noah würde alles für mich tun. Alles! Noah kann im Moment gar nichts tun. So sieht's aus. Du bist ein blöder Clown. Genau wie Noah immer gesagt hat. Ach, hat er das? Ich will nicht länger mit dir unterwegs sein. Ich will zu Noah. Na los, zeig mir den Thronsaal. Mach doch was, du nutzloses Ding. Das habe ich doch alles gemacht, weil ich dich zu Noah bringen will. Dafür bin ich hier. Mhm. Pass auf, ich setz den Kurs und bring dich zum Spiegel. Ich weiß nicht, wo das Licht sein soll, das Shana meint. Shana sagte, der Weg führt durch das Licht. Wenn Rini den Spiegel zerschlägt, wäre Spot sowieso verloren gewesen. Und mit ihm ganz Silence. Ist nicht schön, dass ich Spot opfern musste. Finde ich sehr, sehr traurig, nachdem es ein sehr, sehr treuer Begleiter war. Der Splitter zeigt den Weg zum Thronsaal durch das Licht, das das Meer mit Hoffnung erleuchtet. Welches Licht erleuchtet das Meer mit Hoffnung? Die Sterne. Oder kein Licht die Nordlichter. Weit und breit.
nur eine Wolkenwand. Ich probiere einfach mal was. Ein Leuchtturm. Da! Das stimmt. Da ist ein Leuchtturm. Das auch. Das ja, Licht auch. Der Hoffnung, ja. Dass das Meer erleuchtet. Na klar. Ja, Leuchtturm war zu einfach. Hast du gehört, Rini? Wir müssen zum Leuchtturm. Zum Leuchtturm. Kurz vor Mond. Spot? Sedwick? Oh. Spot? Spotty! Spot hat sich entwickelt. Du bist wieder da, Spotty. Ich bin ja so froh. Toll! Ich will auch fliegen. Oh, aber so, wie? Du willst nicht fliegen. Wow, wow, wow. Boah. Oh Gott. Achievement unlocked, like a moth in the wind. Wie eine Motte. Also, ja, wie eine Motte. Hui. Aber ist das im Deutschen übersetzt vielleicht wie eine Wolke im Wind? Was haben wir gerade gemacht? Es lädt. Ich weiß nicht, was jetzt pumpt.